Hallo und herzlich willkommen ja zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel, und zwar zu Beyond Two Souls. Und ja, nachdem wir Heavy Rain ja absolviert haben, möchte ich es mal sagen, würde ich sagen, stürzen wir uns direkt ins nächste Abenteuer, und zwar in Beyond Two Souls. Ich habe hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Ich hatte mich gerade mit dem Chat geeinigt. Wir spielen erstmal Original. Wir befinden uns wieder im Live-Let's Play. Und ja, drücke jetzt auf Original. Nee, Solo. Wir spielen Solo. Man kann es auch im Duo spielen. Im Duo. Duo. Und dann geht's jetzt auch los. Ein Spieler. Solo. Wenn Sie mit einem Gerät spielen möchten, stellen Sie bitte eine Verbindung über die Beyond Touch-Anwendung her. Ich spiele oft Videospiele. Ich spiele selten oder nie Videospiele. Ich spiele oft Videospiele. Das kann man so stehen lassen. Ja, wissen wir. So, jetzt halte ich meine Klappe und melde mich gleich zurück. Bis gleich. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie?
Jodie, was hast du getan? Das Experiment. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber... ich glaube, es wird Zeit, Süße. So, und da wären wir schon. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen. So. Ja, das fängt ja schon super an. So, mit dem rechten Stick nach oben. Okay, so. Alter, meine Fresse, sieht das geil aus. Alter. Huch. Warte mal. Ah. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ach Mann, darf ich nicht mit meiner Barbie spielen? Ich möchte mich gerne... Alter, was ist das denn? Boah, Alter. Ich muss mal kurz sagen, ich habe hier gerade eine fette Fliege hier vor meinem Gesicht rumfliegen. Das ist natürlich sehr schön. So, dann gucken wir mal. Können wir hier... Okay, es ist März. Ah, sie haben es auf jeden Fall diesmal anders gelöst. Man muss nicht einen Trigger festhalten, um halt sich zu bewegen, sondern man kann sich frei bewegen. Das finde ich ganz cool. So. Ich würde mich gerne noch ein bisschen umgucken. Schauen mal. Sind hier irgendwo in so einer Einrichtung, glaube ich, so wie das aussieht? Weil das ist so ein Doktor, der irgendwie... Wir werden auch übrigens überwacht. Aha. Zeichnung von Gespenstern oder irgendwelchen Monstern. Los jetzt, Joey. Rechts. Ja, Leute, Ruhe. Rechts sehe ich irgendwie My Kitchen Book. Also mein Kochbuch. Was haben wir da noch stehen? Monuments. Landscapes. Okay. Auf jeden Fall werden wir videoüberwacht. Alter, diese Fliege, die geht mir auf den Sender. Warte, ich will da. Ah. Oh, geil, Kinderstunde. Ob das wohl ein ganzer Film ist? Alter, diese Fliege, die muss genau hier fliegen. Das ist unglaublich. Okay. Interessant. Dann gehen wir mal mit. Achso, huch. Ich hoffe, die fliegt mir nicht in den Kaffee. Okay, Nathan wartet auf uns. Wo muss ich denn... Ne, da will ich nicht lang. Ich will erstmal... Mhm. Muss ich hier lang? Nein, da wollte ich noch nicht lang. Oh, verdammt. Kann ich nochmal zurück? Ich will nochmal... Hi, Cole. Mist. Leon. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fertig. Alter, sieht das geil aus. Ja, der ist fast fertig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Dankeschön. Du nicht. Entschuldigung. Wir sind da. Ah, echt? Kann man wohl sagen. Aber es war nie wirklich kalt dabei. Nein, war es nicht. Kann ich mit den einzelnen Leuten reden oder so? Oder irgendwie so? Komm schon, Jodie. Nee, ich geh erstmal hier lang. Ich will erstmal gucken. Los jetzt, Jodie. Ich will nicht. Mann... Das ist ja übrigens, wir haben ja vorhin übrigens schon, es gibt ja verschiedene Schauspieler, die hier ihr Gesicht... Babysitting-Dienst heute, Cole? Ich warte auf dich, Kleine. Yeah. Und zwar die wir hier spielen, die Protagonistin, ist Ellen Page. Und Willem Dafoe, da haben wir ja vorhin schon gesehen. So, dann gehen wir mal hier rein. Hey, Jodie. Da ist er schon wieder. Wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone.
Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Boah, wie geil die Gesichtsanimation ist. Das ist der Hammer. Hey, Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Keine Ahnung. Wie soll das denn funktionieren? Gut. Okay, dann geht's los. Ich... Erste Karte. Was hat's denn da? Was? Huch? Alter. Okay. Was spielen... Was spielen wir denn jetzt? Alter, wie geil. Geh rüber in den anderen Raum und zeig mir die Karte. Nee. Holst der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Und ein Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefallen. 10 Grad. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Ach krass, spielen wir jetzt einen Geist? Wie cool. Nein, nein. Doch. Hey, was war das? Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Weiter mit dem Experiment. Wie cool. Wir spielen einen Geist. Wie geil ist das? Auf damit, Aiden. Das macht Spaß. Juhu. Hallo? Achso, nach außen. Hä, was? Ach du Scheiße. Aiden, lass ihn in Ruhe. Lol. La. Was kann ich jetzt machen? Hey, Greg. Verdammt. Scheiße. Alles klar? Ja. Verdammt. Ich dachte, ich könnte jetzt abhauen oder so. Was haben wir hier? Was ist das hier? Was muss ich hier... Hallo? Sie haben einen Bonus? Was? Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet? Ey, cool. Siehst du die Karte, Jody? Ja, komm, wir gehen mal gucken. Sie hat den Stern. Okay, sollen wir mal absichtlich falsch drücken? Nein, komm, wir machen Stern, komm. Nächste Karte. Achso. Volles Experiment. Mein Gott, lass sie doch den imaginären Freund haben. Hui. Okay, Viereck. Ich schau mal, gibt's hier noch... Kann ich noch irgendwas anderes tun? Hui. Ein bisschen schlecht wird mir schon, wenn ich hier so durch die Räume fliege. Was ist das für eine Kamera? Boah, wie detailliert das ist. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja krass. So, dann gucken wir mal. Was war das? Viereck war das, ne? Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, ja. Viereck war das, genau. So. Nächste Karte. Ist ja krass. Okay, die Wellen sind es diesmal. Okay. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Die wollen immer nur was von uns, aber irgendwie... Komme ich hier raus? Ach, wie krass, cool. Hui. Ah, ich darf mich anscheinend aber auch nicht zu weit entfernen. Okay. Wie leer auf einmal der Flur ist, ne? Die ganze Zeit gerade war hier noch mördermäßiger Betrieb auf dem Flur und jetzt ist hier gar nichts. Als ob sie alle irgendwie lost sind. Irgendwie alle verschwunden. So.
Gucken wir mal. Finde ich ein bisschen blöd, dass wir die ganze Zeit hier irgendwie... Alden, du sollst mir helfen. Jetzt. Ja, ist ja gut. Gut, Jolie. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Aber natürlich. Hui. Oh, ich wünsche, ich wäre ein Geist. Jetzt werde ich richtig stinkig. Ich hab noch ein bisschen Spaß. Ihr wollt immer was von mir, also kriegt ihr jetzt was. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Da stimmt was nicht. Sie sind gewahrt. Ihr müsst ihn da rausholen. So, jetzt zerstören wir erstmal alles hier. Boah, macht das Spaß! Werden wir mal richtig stinkig. Kann ich auch was zerstören hier drin? Mir jetzt schon. Das Experiment. Sie und Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg... Ach so. Diese Wege genommen. Nicht gespielt. Was? Chaos angerichtet. 36%. Kathleen gewürgt. Okay. Aha, ihr Weg. Okay, aha. Chaos angerichtet. 36%. Mhm. Kann ich da nochmal Alternativweg irgendwie mir angucken? Okay, anscheinend nicht. Okay, dann geht's mal weiter. Wir schauen mal. Die Botschaft. Also, heißt das Kapitel nicht, ne? Türkische Botschaft oder keine Ahnung. Oder vielleicht doch. Was sind das alles für Leute? Ah, Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Ich fühle mich, als ob alle hier starren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan.
Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Was sollen wir denn... Ich brauche einen ruhigen Platz. Okay. Oh, wie cool das ist. Ich komme mir gerade vor wie bei Hitman oder so. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Was? Was war da? Warte. Ist alles okay? Ja. Nein, doch nicht. Ich bin echt nervös. Folge dem Plan. Der Rest läuft dann schon. Welcher Plan? Such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch. Klar. Welchen Plan meint er denn? Was haben wir? Okay, Damen sind links. Ich, ich bin sehr gespannt, was hier so passiert. Ein netter Rücken kann auch entzücken. Naja, ruhiger Platz ist relativ. Kann ich hier auf die Toilette gehen? Ah, das geht. Okay. Alter, was ein Klo. Alter, voll der Thron. Boah. Wie Omas Stickkissen. Alter Schwede. Ist ja krass. Hör. Und was... Aiden, Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Okay. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich habe so eine vage Vermutung. Also... ist, dass sie jetzt in einem Erwachsenenalter und die Regierung, ich mutmaße jetzt mal schon mal ganz kurz vorab, nutzt sie wahrscheinlich aus als, ich sag mal, Waffe oder so. Ist jetzt nur eine Vermutung, so sieht es zumindest aus. Oder so ein bisschen so, ja, um was rauszufinden und so Dinge. Ich mach's jetzt mal, ich probiere es mal. So, dann schauen wir mal. Alter Schwede. So, jetzt dürfen wir hier als Geist rumfliegen. Hui! Im obersten Stock, hat sie gesagt. Schnell, Aiden. Ja, ich beeil mich ja schon. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Nach oben bewegen. Achso. Uah. Es tut weh, wenn wir weit weg sind. Okay, das kann ich verstehen. So, wo muss ich denn rein? Bestimmt eine von den Türen, die bewacht sind, oder? Oder ist es... Nee, wahrscheinlich die Tür, ne? Oder? Ein Büro. Mit dem Porträt des Scheichs. Das wird muss sein. Das wird das hier sein, oder? Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Ein Schalter. Such ihn, Aiden. Ja, ich beeile mich schon. Ich gebe Gas. Ein Schalter. Hier ist... Ist das ein Schalter? Das ist so eine Schublade, oder? Verdammt, daran habe ich gar nicht gedacht. Hussam, اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. Oh nein. حاضر، سأذهب حالا. Scheiße, die Kamera war an. Die Wache kommt, verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm. Hallo, ich bin Geist, wie will er mich sehen? Da ist nur eine Schublade aufgegangen. أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. حسناً، وصل. يب. So. Denk nach. Es gibt sicher noch einen Weg. Schauen wir doch mal.
Hier muss es sein. Aiden, tu, was du musst. Ja, machen wir mal. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Okay, ich muss erst die Wache ablenken. Kann ich mir aussuchen, was ich mache? Okay, jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Okay, so, dann probieren wir es mal. Schauen wir mal. So. Dann gucken wir noch mal. Ja. Ich muss den Schalter finden, aber wo ist der... Wo ist dieser Schalter? Ist der hier drin? Ah. Hätte ich mal vorher die richtige Schublade gewählt. Aber dann wäre wahrscheinlich die Wache auch gekommen. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeile dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. Eieieiei. Jetzt geht das wieder los. Nein! Das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Mit Heavy Rain. Eieiei. Oh Gott. هل من احد هناك الرجاء الخروج من هناك على الفور ولكن ماذا تفعل هنا انها مراهد السيدات انصرف من هنا ايها المنحرف انصرف Wer ist das denn? Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Hä? Filmclub. Ich kann... Gehört die jetzt dazu, oder ich... Oh Gott. Eieiei. Kann ich nochmal irgendwie ein bisschen hoch? Uns geht's nicht so gut. Eieiei, so fallen wir doch auf jeden Fall auf. Kann ich mir das Gesicht föhnen? Wollte nur mal gucken, ob es geht. Wo ist er denn? Da hinten ist er, ne? Glaube ich, oder? Kann das sein? Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Hmm.